der Schiene abgekoppelt. Wie kommt er dann wieder auf die Schiene? Was? Wir haben Radley von der Schiene abgekoppelt. Wie kommt er wieder auf die Koppel wie kommt er wieder auf die Schiene drauf? Das ist echt eine Frage, die ich mich auch stelle. Da gibt's viele. Vor allen Dingen, der wird einfach weggeschmissen ins Nichts. Wie kommt der generell wieder zu sich? Keine Ahnung. Komm, gib mir den Scheißwürfel. Hab ich dir nicht gesagt, dass Manu wieder auf dem TS war? Und mit dass ich mit dem CSGO gespielt habe? Okay, wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Das war, glaube ich, vor der Woche oder so. Ich bin schon viel weiter. Ich weiß. Nach vorne gegangen als. Huch. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Wieso stehe ich auf einmal viel weiter hinten? Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Keine Ahnung. What the fuck? Ganz schön dunkel hier, was? What I might win. Ja, das war jetzt alles nicht so geplant. Und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Ordnungen. Versuchen wir also die Bugs rauszufinden und so. In ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Hier haben wir ja stimmt die Szene wie aus dem Hauptmenü. Ja, Arme schiebt mich nach unten. Komm schon, lad schneller. Huch! Ich höre euch die ganze Zeit im Hintergrund beim Laden. Lol, der Würfel hat gerade wieder rumgespinnt. Rumgesponnen. Oder rumgesponnen. Und zack. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem Übel riecht. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Schade eigentlich. Oh, ich liebe Menschen. Vor allem, wie die aussehen. Warte mal, muss ich hier runter? Achso, ja stimmt. Hier vorne auf die Plattform. Was ich sagen wollte, schade eigentlich, dass ich nicht in 4K streamen kann. Und dann können die anderen nicht sehen, nicht die Qualität sehen, die ich sehe. Das Ding ist aber, die anderen müssen auch 4K empfangen können. Ja, gut. Weil dadurch, dass du ja nicht gepartnert bist, müssen die die Quellauflösung nehmen. Weil 4K ist ja schon übelst hoch und ich könnte jetzt 4K nicht unbedingt sofort laden. Auf jeden Fall bei meiner Download-Geschwindigkeit kann ich YouTube Videos in 4K schauen. Also schaue ich ja schon die ganze Zeit. Und daher. I'm different.
Na gut, das wird gerade nicht gesagt. Oder? Sagt er das? Warte mal, wie geht's denn hier weiter? Doch, I'm different, sagt er. Ich spiele so wie in CSGO. Das ist der Wahnsinn. Nur weil das Source Engine ist. Thank you. Wieso sagt er auf einmal thank you? Oh, da habe ich alles aus Versehen zerstört. Wie komme ich jetzt darüber? Wie bringe ich den? Wie mache ich den weg? Fragen über Fragen. Keine Ahnung. Nee, das war gefällt. Das war mega gefällt. Ziel anvisiert. Ich weiß ja noch, wie das war, aber. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Ja, ich kann nicht sehen. Ja. Ist ja auch kaputt. Ich bin nicht kaputt. War denn das nochmal? Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welchen Würfel brauche ich. Ha. Wie komme ich an den Würfel? Ich habe den Prototyp dann schon mal rausgeholt und tue den kaputten schon mal rein. Ohne dass wirklich. Danke, du hast die Tür nicht kaputt gemacht. Egal. Nice, also ich glaube, ich hab's jetzt draußen. Jetzt sind die draußen. Hat zwar ein bisschen gedauert. Nein! Nein, 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 nein. Er hat die Tür immer noch nicht kaputt gemacht. Naja, ich gehe weiter. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass ich die Tür geöffnet hab? Wunder dich nicht, ich bin gerade hier wirklich nur am Rum. Spacken. Das Wichtigste ist, die Tür ist offen, aber beim nächsten Mal sag doch. Jetzt mach ich erstmal den Storage weg. Hm? Also ich bin gerade immer noch übelst am Rumspacken. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Da bin ich doch wieder. Ach da. Ich bin so besoffen, dass ich das nicht sehe. Dass man da das Portal nicht hinsetzen kann. Das ist echt peinlich. Klar, sind noch Kinder. Das ist natürlich wieder spitze. Jetzt habe ich den Würfel da reingeglitscht. Komm, geh kaputt, ich bin der Erste, der. Jawoll! So macht man das. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Neurotoxisches Gift. Da komme ich jetzt so langsam hin. Wie ich einfach mal gefühlt ein Chapter vor dir bin. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Ach, wirklich? Den kann man nicht einfach so umkippen. Das ist eine große Schreddermaschine. Alter, der Mauszeiger ist übelst groß. Fürchte, die Tür ist verschlossen. Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse tut? Gute Neuigkeiten. Ich kann hier mit dem Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Im Stream ist der Mauszeiger übelst klein. Okay. Lol. Ich dachte, das nimmt meinen Bildschirm auf. Komisch. Wieso entsteht eigentlich in diesem Ding ein Vakuum, wenn das Ding eigentlich Luft durch die Schläuche einzieht? Das macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Ach, das Level, das liebe ich ja so sehr. Ja, stimmt, das sind die einzigen Plattformen, bewegbaren Plattformen, wo ein Portal drauf kommt. Sonst verschwinden ja die Portale, sobald sich das bewegt.
wie komme ich jetzt erstmal dahin? Ah ja. Tja. Okay. So müssen wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Warte, ein... Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ah. Ah. Da wollte ich aber nicht hin. Voll scheiße, Alter. Habe ich eigentlich eine Konsole? Nee. Hä? Wie konnte man nochmal Konsole öffnen? F10, okay. Echt? F10. Zumindest ist es bei mir so. Bei mir ist das Spiel abgeschmiert. Was? Bei mir ist das Spiel Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Auch gut. Oh, meine Güte. Bester Stream ever. Ja. Einzelspieler. Die laden, ne? GLaDOS, Emergency, bla bla. 23:39 Uhr, heute ist doch. Jetzt. 23:04 Uhr. Ah, das kann ich nehmen. Bin ich zwar ein bisschen zurück, aber. Wird schon klappen. Also, ich hole auf jeden Fall nicht mehr auf, ne? Das ist mir klar. Aber, Schön, dass hier immer noch das Scroll ist. Ich schau mal, dass ich wenigstens jetzt mal, ein bisschen aufhol wenigstens. Damit wir nicht die ganze Nacht spielen. Was? Ich stehe. Ich kann oben auf der Toilette stehen. Yeah. Darüber hin. Nein! Da wollte ich nicht hin. Da hin. So, da will ich hin. Komm doch mit. Ja, da vorne ist die, endet die Röhre immer noch im Nichts. Sowas von gefällt. Ich hasse dich so sehr. Ja, nochmal springen. Komm jetzt aber. Ich weiß zwar noch, wie die einzelnen Sachen gehen, nur die Umsetzung, die spinnt gerade ein bisschen bei mir. Beziehungsweise, ich bin ein bisschen besoffen und von daher kriege ich das nicht so richtig gebacken. So, das müsste jetzt aber klappen. So, letztes ist da. Da brauche ich aber... kein Ding. Auch genau, da brauche ich kein Ding. Das ist das Deutsch. Brauche ich keinen Laserstrahl und keinen Springen. Das ist geklappt haben aber auch. Komm. Und der 360. Kurz vor dem Sprung. Hier nochmal gefällt. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Putt gelöst. Ich war am überlegen, wie ich nochmal den Putt löse. Ich stehe ja direkt neben GLaDOS. Ich möchte ein Selfie mit dir. Mit dem Knopf, oder? Ja. Ich möchte ein Selfie mit dir gelassen. Oh, ich werde auf einmal zurückgeschoben. Nein, nein, nein. Vor allem nein. Nein. Ich kann GLaDOS nicht aufheben. GLaDOS.